Hier ist er, der Yak. Ihr werdet ihn vielleicht noch nicht oft gesehen haben, in Europa ganz neu. Ich kenne die Marke, die aus China kommt, schon seit Jahren aus Südamerika. In Südamerika testen die chinesischen Marken schon den Markteintritt. Da werden wirklich schon viele Fahrzeuge abgesetzt. Insgesamt bei Yak werden über 500.000 Pkw produziert. Es gibt eine ganze Reihe, 10 Modelle, und dann kommen noch die Nutzfahrzeuge und die Lkw dazu. Wir haben spontan das Vergnügen bekommen, gestern beim Elektromobilitätsclub-Treffen hat der Christian Peter das Fahrzeug mitgebracht und hat es uns netterweise gleich überlassen für den Test. Wir sind heute hier gleich an unsere Teststrecke gegangen und freuen uns, euch die ersten Eindrücke und die Fahrdynamik ein bisschen näher bringen zu können. Also bleibt dran. So, als erstes schauen wir uns einmal den Motor an. Wir klappen einmal den Motor aus. Ich hoffe, es geht gleich von Anhieb. Ja. Hier geht's runter. Und hier kann ich einmal einen Blick in den Motor reinwerfen. 270 Newtonmeter hat der Motor, von 0 auf 50 in 4 Sekunden, 0 auf 100 in 11 Sekunden. Wir haben da ein einen Schummelzettel mitgenommen. Ja, Steigfähigkeit ist 30 Grad, also eigentlich tolle Werte. Auch das Fahrwerk gut abgestimmt, da werden wir später nochmal dazu kommen. Wir schauen uns als nächstes die Ladebuchse an. So, hier ist er aufgeklappt, hier sieht man die Ladebuchse Typ 2, hier sieht man CCS, Schnellladen in einer Stunde auf 80% und dann haben wir Wechselstromladen dreiphasig in 5 Stunden von 15 bis 80% ist die Angabe. Das Ganze bei einer 40 Kilowattstunden Batterie. Reichweiten werden angegeben zwischen 300 und 350 Kilometer, aber das sollte man mal in einem besonderen Test nochmal nachschauen. Ja, von vorne ein sehr aggressives Erscheinungsbild. Ich finde ein sehr dynamisches Auto. Also vom Design her hat es mich eben auch an den Kona erinnert. Hier die zwei Scheinwerfer ein bisschen nach innen gerichtet. Schauen wir uns mal die Seite nochmal an. Interessant, das Abbiegelicht auch integriert in den Spiegel. Wir gehen hinein. Was uns als erstes auffällt, ist einmal ein schöne hochwertige Ledersitze. Wir sehen die Verarbeitung durchaus in Ordnung. Die ersten Fahrzeuge aus China haben das ja nicht gehabt, aber mittlerweile wirklich, also wenn man sich die Dichtungen anschaut, wenn man sich die Verkleidung anschaut, sehr vernünftig. Ein Lederlenkrad, drei Speichenlenkrad, ich habe den Tempomat am Lenkrad, ich habe eben die Einstellungen, wie man es bei vielen Fahrzeugen natürlich auch gewohnt ist. Kleines Detail, was spannend ist, ich kann hier sogar einen beleuchteten Spiegel, findet man normalerweise auch erst bei höheren Klassen. Ich habe eine Sitzheizung, ganz wichtig in Europa im Winter. Ich habe die Aircondition. Ich schalte das Ganze mal ein. Ja, wir fangen unten an. Wir haben hier eine 360 Grad View. Man sieht also hier, wo das Fahrzeug steht. Ich habe Einparkhilfe, die habe ich schon probiert beim Fahren. Funktioniert sehr gut. Auflösung könnte ein bisschen besser sein, aber durchaus in Ordnung. Ich habe eine elektronische Feststellbremse. Sieht man die? Ja, ich habe die elektronische Feststellbremse. Ich habe hier diesen Wählhebel, eigentlich sehr, sehr, sehr leicht zu bedienen. Nach vorne, Neutral und Drive. Da sieht man mal generell, dass das meiste eben auf Englisch ist. Ich habe die Aircondition, wichtig eben auch die Sitzheizung, was ich vorher schon erwähnt habe. Ich habe die verschiedenen Ladebuchsen. Schauen wir uns das Display an, Touch-Display.
8 Zoll, wenn ich mich recht erinnere. Dann geht es rein. Das heißt, hier habe ich eine schöne Übersicht. Beim Radio sind leider keine Stationen gespeichert, also ich kann immer nur die Frequenzen mir anzeigen lassen, oder zumindest habe ich es nicht gefunden. Ich kann mir die verschiedenen Settings kann ich wechseln. Interessanterweise kann ich mir hier zum Beispiel auch ein anderes Wallpaper aussuchen, wenn ich lustig bin. Sprache kann ich leider, also die Sprache kann ich nur wählen, Englisch oder Chinesisch. Ich sehe hier, ja, ich kann die Zeit natürlich einstellen, ich kann Volumen einstellen vom Sound. Das ist ganz lustig, ja, ich kann die... ich muss da vorher größer als 30 km/h fahren. Wie ich es in der Früh probiert habe, hat er mal genau die Bar angezeigt von verschiedenen Reifen. Das war eigentlich ganz gut. Ich kann das Telefon anschließen. Also insgesamt war ich wirklich positiv überrascht. Es gibt auch verschiedene Kooperationen mit Hyundai, und ich habe gesehen, auch irgendeine Markteinführung war gemeinsam mit Volkswagen. Also viel Know-how in China wurde hier bereits transferiert, und da sieht man, dass die Fahrzeuge immer besser werden. Und jetzt schlagen sie eben auch in Europa auf, nicht nur in Südamerika. Wir gehen einmal nach hinten. Mittelarmlehne auch für hinten. Ja, grundsätzlich aber auch die Sicherheitsgurte, man kann zu dritt sitzen. Für mich habe ich mir gleich angeschaut, ich habe ja zwei Kinder, die Isofix-Sicherungen sind hier sicher sehr praktisch. Und ja, dann wären wir schon mal beim Rückbereich, wären wir dann schon fertig. Wir schauen uns auch den Kofferraum, schauen wir uns ein bisschen genauer an. Hier wäre es natürlich auch wichtig, nachher zu sehen, welche Kabel noch drinnen sind. Man sieht, es ist kein Reserverad, aber es ist dieses Tire-Fitzer-System mit Kompressor und der Flüssigkeit, die man hier einfüllt. Bannendreieck, was habe ich hier? Hier habe ich den Wagenheber. Wir schauen uns auch an, welche Kabel dabei sind. Eigentlich recht schön in der Tasche verpackt. Ich habe hier das Notladekabel. Und dann habe ich Typ 2 Kabel. Wird noch mitgegeben. Also auch nicht üblich bei den Einstiegsmodellen. Also freut mich, dass diese Sachen dabei sind. Ja, von hinten, wir haben schon gesehen, die Kamera ist dabei, damit eben auch diese 360 Grad möglich. Rückfahrkamera dabei. Auch von hinten finde ich durchaus gelungen. Die Antenne in Wagenfarbe. Also mal vom ersten Eindruck sehr positiv. Also auffallend, durchaus ein sehr massiver Schlüssel. Also da hat man ordentlich was in der Hand. Und ein kleines Detail am Rande, ja, wenn ich jetzt drauf drücke und drauf bleibe, ja, wie man es auch bei vielen VW-Konzernmarken kennt, sollten die Fenster raufgehen, was sie natürlich nicht tun. Das ist der sogenannte Vorführeffekt. Ich glaube, da muss ich vorher den Motor ausschalten. Wir probieren es noch einmal. Hier der Schlüssel. Ich drücke drauf. Ich bleibe oben. Und die Fenster gehen von selber zu. Es ist sogar die Alarmanlage ist hiermit aktiviert.
So, gleich einmal die ersten Eindrücke nach dem Fahren. Ich muss sagen, auch hier positiv überrascht. Wir haben in dieser kurzen Strecke auf 100 km/h beschleunigt. Wir haben innerhalb von wenigen Sekunden wieder auf den Stand runtergebremst. Wir sind wilde Ausweichmanöver gefahren. Fahrzeug hat immer, man hat immer das Gefühl gehabt, man hat das Fahrzeug unter Kontrolle. Es ist nie wild ausgebrochen. Batterie ist ja doch in der Mitte zentral hier eingebaut. Und das merkt man, ja, eine gute Gewichtsverteilung. Die vier Bremsen, Scheibenbremsen arbeiten hervorragend. Fahrwerk, wir haben hier eine Kameraposition dann auch gemacht, wo man das Fahrwerk sieht. Absolut in Ordnung. Ja, hat Spaß gemacht und ich freue mich schon auf mehr Fahrzeuge, die da aus China raufkommen. Herzlich willkommen jetzt beim Fazit, wie gewohnt, am Ende immer zur Zusammenfassung. Erstens, wir sind absolut überzeugt, die Erwartungen wurden übertroffen von diesem Fahrzeug. Genug Power, ja, genug Drehmoment, gute Bremsleistung, also die vier Scheibenbremsen arbeiten wirklich gut. Die Teile am Rande, die elektronischen Assistenzsysteme greifen sehr spät oder teilweise gar nicht. Das, wenn ich eine Rutschphase habe, trotzdem weiter Gas geben kann und trotzdem weiter rausbeschleunigen kann. Das war ein Detail, was uns gut gefallen hat. Die Verarbeitung aus unserer Sicht wirklich besser als erwartet. Ledersitze, Nähte, Materialien, die verwendet werden. Drinnen, wenn man sich den Komfort anschaut, absolut in Ordnung. Das Einzige, was wir uns hier wünschen würden, wäre die Sprache auf Deutsch. Wechselstromladung über 6 kW, absolut in Ordnung. Schnellladung unter einer Stunde, absolut in Ordnung. Reichweite 300 bis 350 Kilometer, da möchte ich wirklich nochmal kritisch drüber schauen. Wenn wir es vergleichen mit anderen Fahrzeugen mit 40 kW, da ist meistens um die 200 Kilometer Reichweite oder gemischt mit Autobahn realistisch. Ja, ansonsten, es hat uns viel Freude bereitet. Danke nochmal dem EMC. Bitte abonniert unseren Kanal. Wir wollen weiterhin Videos für euch machen und dann bis hoffentlich bald.